An diesem Viano Typ 639 wird die Wisch- und Waschanlage geprüft. Zusammen mit dem Scheibenwischermotor werden die Wischblätter an Front- und Heckscheibe ausgebaut. Bringen Sie den Wischermotor in Parkstellung, indem Sie die Scheibenwischer ein- und wieder ausschalten. Und weil beim Arbeiten an der Scheibenwischermechanik Verletzungsgefahr besteht, schalten Sie dann bitte auch die Zündung aus. Beginnen Sie im Anschluss mit den Vorbereitungen und öffnen Sie die Motorhaube. Wie immer bitten wir Sie, die Arbeitsfläche mit Schonbezügen auszuwählen. Damit später keine Lackkratzer verursacht werden, trennen Sie zuerst die elektrische Steckverbindung vom Motor. Mithilfe eines Akkuschraubers werden dann die Schrauben entlang des Scheibenwischergestänges herausgedreht, auf der rechten wie auf der linken Seite. Zusammen mit dem Scheibenwischermotor können Sie das Scheibenwischergestänge dann schon abnehmen. Der Einbau funktioniert in der umgekehrten Reihenfolge. Die Schrauben werden dann mit einem Drehmoment von 25 Newtonmeter angezogen. Auch die Verkleidung wird wie gehabt aufgesetzt. Erst bei den Wischerarmen kommt etwas Neues dazu. Die Wischerblätter werden nämlich an einer Markierung ausgerichtet. Festgezogen werden beide mit 18 Newtonmeter. Dabei ist darauf zu achten, dass das auf der Fahrerseite oben liegt, während das auf der Beifahrerseite parallel dazu angebracht wird. Noch die Abdeckkappe drauf und fertig.